Eichhörnchen, es ist Halloween, deswegen backen wir einen Kürbiskuchen. Aber den haben wir tatsächlich schon gebacken. Das seht ihr auf ihrem Kanal, Link ist unten in der Videobeschreibung oder jetzt hier. Und ich zeige euch, wie wir diesen Kuchen verzieren. Dafür machen wir jetzt erstmal ein Royal Icing. Das haben wir bei Yamtamtam schon mal gemacht, bei den Popokeksen, falls ihr euch daran erinnert. Ich zeige das hier nochmal schnell. Dafür brauchen wir jetzt 250 Gramm Puderzucker und Eiweiß. Das müssen wir schaumig schlagen und dann verrühren wir das alles und das war es eigentlich schon. Achso, du holst nur die Hähnchengeburt daraus. Ist doch nicht so eklig. Aber das ist es doch, oder? Wie ihr seht, haben wir nur einen Wok und keine Schüssel. Es ist alles ein bisschen improvisiert heute, aber naja. Zauberei! Das ist der Anti-Spritzschutz. Achso. Ich dachte, du machst es gleich weg und lässt die Schale und mich verschwinden. Sollte ungefähr die Konsistenz von Zahnpasta haben. Das hört sich irgendwie ziemlich eklig an. Dann müssen wir jetzt ein bisschen abnehmen und es gleich schwarz färben, weil wir noch Geistergesichter machen. Da, 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 da. Pumpkin Pie. Tada! Okay, jetzt müssen wir ein Spinnenwebenmuster da drauf machen. Entweder lauter kleine oder ein großes oder ja. Soll ich mal anfangen? Mach mal. Ich fange mal an. Ich finde diese Tüten ja richtig cool, da macht man auch so Sahnetorten und so. Ja, damit fühlt man sich auch gleich viel professioneller, auch wenn man keine Ahnung hat, was man eigentlich hier macht. Warte mal, wir wissen ganz genau, was wir machen. Was soll das heißen? Ready to go. Ja, theoretisch könnte man den ganzen Kuchen voll machen, auch drunter noch schwarz. Ich mach mal ein ganz kleines. Na, ein ganz kleines? Meine Spinne, die hat irgendwie über Schluck auf. Ich glaube, die war einfach krass auf Drogen, als sie das gemacht hat. Was ist das? Ein Eiterbeutel? Was hast du denn gemacht? Ich erinnere die Farbe an was anderes. Das hat sie sich aus wie ein 14-jähriger Unfall morgens im Bett. Ja, Entschuldigung. Genau. Hast du das gefilmt, oder? Was hältst du davon, wenn wir noch einmal so einen Kreis hier so rummachen? Vielleicht nehme ich dir einfach die Tüte weg. Ich kann einfach nicht malen, Mann. Das ist kein Eiterbeutel. Ja, okay, es ist nichts geworden. Das ist ein Spinneneibeutel. Da wohnen ganz viele Babys. Ja, ist doch wieder nicht. Ich dachte, Halloween muss eklig sein. Ja, das stimmt. So, jetzt wird's. Ich mache jetzt Geister, ja? Okay. So, jetzt kommt die schwarze Masse. Jetzt kommen die Geister. Sieht aus wie so ein Ding aus dem Super Mario Spiel. Stimmt, oder von Pac-Man oder genau, so. Genau, das meinte ich. Süß. Wieso gucken die mich alle so an? Oh Gott, das ist ja voll gruselig. Du hast die alle umgedreht. Nee, das finde ich, ich sehe voll süß aus eben. Das ist richtig cool, gefällt mir gut. Kinder backen mit Melissa. Warte mal, bin ich das Kind oder was? Oh nein. Ja, nur nicht die Leute durchschneiden. Immer die Leute durchschneiden. Also bitte schon. Ich fang mal in der Mitte an. Nicht hier unsere, wie hießen die? Pac-Man. Probieren. Geht los. Geht los. Also ich finde den richtig lecker. Na cool. Richtig gut, ne? Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet, aber der ist echt richtig lecker. Das ist so richtig, viele mögen das ja so ein Klitschkuchen. Mhm. Ja. Glitschig. Mhm. Luke muss auch kosten. Der ist noch richtig so schön weich. Luke, Hier ist der Mann nicht in der Kamera. Ich finde echt richtig gut. Geil. Geil, ne? Mhm. Ist lecker, ne? Kameramann approved. Sehr gut, also sehr zu empfehlen. Ja, das Rezept steht unten in der Videobeschreibung, habe ich euch hingeschrieben. Und wie dieser ganze Kuchen überhaupt gemacht wurde, könnt ihr hier gucken. Bei Lisa haben wir den gebacken. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr noch super coole Halloween-Rezepte habt, schreibt die gerne unten in die Kommentare. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, Happy Halloween! Tschüss! Tschüss! Oh Gott, der eine hier. Oh. Der weint. Auch das andere auch länger, denn das ist ein Asiate.